vorhin hatte ich schon die Kamera abgebaut, dann habe ich quasi den Befehl bekommen, noch einen Radwagen zu laden. Jetzt habe ich den einen unserer A29 mit Sortiergreifer geladen. Jetzt fahren wir rüber nach Schifferstadt, da sind wir schon gleich. Und da gibt es einen Zug voll Findlinge zu laden. Das heißt, wir laden den Bagger ab. Und, Kollege mit dem Containerzug ladet das, was halt an Findlingen da ist, sind nicht so viel, sind nur 12 Stück, 14 Stück oder so, keine Ahnung. Und laden wir den Bagger wieder auf, dann geht's wieder zurück Richtung Heimat. Schon wieder hier, es ist eine wahre Pracht.
jetzt, wo ich gerade fahre, ist noch ein bisschen Platz. Da parkt zwar einer drin. Ich glaube, gewendet krieg ich hier auch nicht. Einfahrt, dass ich da drin drehe. Bescheiden. Der aufstehen hat. Und da auf dem, was weiß ich, Plaster häng ich dann ab. Okay. Ob ich es darf oder nicht, keine Ahnung. Ja, mein Gott, mein Gott, oder was? Nein, nein. Fahr du heute aus, ich geh mal gucken. Ja, das ist das Schiff, Alter. Ja, flammt, alles gut. Gesagt, ich soll die zweite nehmen, ja? Die zweite Einfahrt ist hier der Radweg. Geil, oder? Navi. Sau gut. So, ich komme gar nicht dazu.
dem, was ich sagen will. Also um den Teich, ich weiß nicht, ich denke so 18 bis 20 Findlinge waren es. Wie gesagt, sind jetzt drei Containerzüge voll. Also nicht drei Züge, sondern drei Container voll, so rum. Ja, die haben wir jetzt verladen, mussten noch, als wir dann gemerkt haben, dass das ein Containerzug nicht reicht, also zwei Container, haben wir noch einen zweiten geordert, der kam dann solo her und jetzt haben wir wenigstens alles drauf. Ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Schönen guten Morgen. Freitagmorgen. Wie immer, kurz nach 6. Ich habe den A29 noch geladen. Den fahre ich heute Morgen nach Kaiserslautern und bringe den LH von dort mit. Der LH, denke ich, geht wieder rüber nach Sembach zum Müll sortieren. Gehe ich mal aus davon. Dann muss ein Brecher und ein Bagger von Sembach nach Rockenhausen gefahren werden. Dann muss ein Brecher nach Baumholder gefahren werden. Und es hieß mal, der LH wird geholt heute. Ach, der LH, der KMC, der neue. Aber da macht es jetzt schon wieder wenig Sinn, weil wenn ich wieder erst heute Mittag losfahren kann, wird es wieder gar nicht heute. Ich habe mal Lühe. Jetzt habe ich natürlich das Auto ausgemacht. Kann man es lesen? Turboretal. Kupplung gestört. Ich fing eben auf der Autobahn an, die Automatik ging sofort aus. Ich musste nur noch von Handbetrieb schalten. Ja. Heute Freitag der 13. oder so. Passt alles. Vielleicht hat das auch damit zu tun, weil er schon so lange so. Moment. Ja. Weil er schon so lange so schlecht schaltet. Vielleicht hat es damit zu tun. Was heißt schlecht? Er sucht halt die Gänge. Vielleicht hat es damit zu tun. 260.000 Kilometer. Die zweite Kupplung ist ja jetzt die zweite Kupplung drin. Wurde ja von Mercedes schon mal getauscht, nicht weil sie kaputt war, sondern weil von Berlin oben runter kam halt der Befehl, tauschen. So. Alles aus.
mal los. Wenn was kommt, melde ich mich. Also bin jetzt gerade wieder vom Fahrerparkplatz los im Moment. Scheint alles zu gehen. Links
alles. Zu funktionieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Rüber nach Sembach, wobei ich noch gar nicht weiß, ob der nach Sembach soll. Ja, schon viel vor 11. Mittlerweile war ich in Hengebach auf dem Lager, habe den Sortiergreifer abgeladen in der Werkstatt, habe den Tieflader getauscht, war jetzt hier in Sembach den Brecher laden. Jo, dann fahre ich jetzt runter nach Roggehause. Nach Werkstatt. Könnte ein ruhiger Tag werden heute. Könnte ein ruhiger Tag werden heute. Das sieht so durchfahren heute. So sieht es fast aus. Aber warm ist es. Oh, brutal. Thank you.
Hier steht aber gar nichts. Dunnerkeil. Wieder runter nach Rumänien.
Eltern. So. Heute Mittag ist wieder Chaos. Echt? So, an der Werkstatt, bin wieder zu Hause, hab den Dreiachser wieder drauf. Wieder aufgesattelt, jetzt fahre ich nochmal hoch nach Sembach. Auf den Heuberg. Lade ich eine Walze. Und die bringe ich rüber nach Weilerbach. Zu 99% ist mein Steuergerät Turbo Retarder Kupplung defekt. Alle Fehler gelöscht. Da ich den Rest vom Tag mehr oder weniger problemfrei gefahren bin, das heißt mehr oder weniger eigentlich problemfrei gefahren. Soll ich jetzt mal weiterfahren und wenn es noch mal auftritt und dann müssen wir es tauschen.
kein Wort verstanden. Muss ich vielleicht damit. Ah, Thorsten, Kettenknecht, Gude! Grüß Gott. Hast du das Häufchen immer noch nicht weg, du? Na, Frank, du hast ja das Häufchen immer noch nicht weg, du. Einfach ran. Genauso machen wir das. Stell das Ding dahin. Ja. So morgen wieder an. So morgen wieder an. Ich muss das doch ohne Fernbedienung hin. Stümpe. Fast am Stehen und gebe Gas und er schaltet einfach nicht runter. Ja. Bin sehr gewohnt. Hat im Leben mittlerweile. Was das angeht. Mal schauen, vielleicht tritt ja der Fehler noch immer auf.
eigentlich hätte ich gerne einen Einleinvorgang gemacht. Habe das auch gesagt vorne, als ich in der Werkstatt ankam. Dann haben wir es doch nicht gemacht. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahrt nach Hause. Eigentlich war es nett. Immer an der Waschplatz wird sowieso voll sein. Hör mal auf für diese Folge. War eine recht ruhige Folge. Erst langweilige Folge. Viel stehen, wenig fahren, wenig laden. Ja. Nächste wird wahrscheinlich wieder besser. Hoffe, die nächste wird besser. Ich freue mich trotzdem über einen Daumen nach oben. Über ein Abo. Über einen netten Kommentar. Ich trinke heute Abend ein paar. Nee. Alkohol ist nicht so meins. So, ich muss gerade ein bisschen kurven. Eine noch und dann ist wieder halbwegs normal. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.